Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Wir haben im dritten Gebäude hier einige Behandlungsräume schon mal wieder gebaut. Wir haben einige Allgemeinärzte, Diagnoseräume haben wir neue. Und ja, wir haben den ersten Stern bereits errungen. Patienten sollen wir 200 heilen und die Personalstimmung und der Krankenhauswert, der muss noch gesteigert werden. Das sollen wir aber alles mit der Zeit hinbekommen. Denke ich, ist kein Problem, keine Hürde. Was ist hier noch Farbtherapie benötigt? Ja, da bitten wir den Patienten auch mal zu warten und bauen jetzt die Farbtherapie als nächstes. Wir richten uns immer so ein bisschen danach aus, was hier unsere Patienten haben wollen. Guck mal, da reicht aber auch eine Dreierbreite. Deswegen würde ich hier einfach mal, weil wir das Geld ja haben, ein weiteres Grundstück kaufen. Und dann fangen wir da gleich mit der Farbtherapie mal an. Hier würde ich nämlich ganz gerne noch einen Behandlungsraum dann hinbasteln. Und hier wird dann wahrscheinlich auch noch einer hinkommen. Ja, hier haben wir ein bisschen anders gebaut, weil wir einfach Allgemeinärzte brauchten. Und ich fand das schade, einen Allgemeinarzt bis hier hinzuziehen. Das wäre ein bisschen groß geworden. Die kommen nämlich auch ganz gut mit diesen kleinen Räumen hier aus. Ein bisschen platzsparend bauen. Ja, mal gucken, wie lange der Patient wartet auf seine Farbtherapie. Da noch ein paar Tage. Ja. Bitten wir zu warten. Wir sind gleich soweit. Das lehnen wir ab. So, da ist unser Gebäude. Und dann wollen wir mal die Farbtherapie bauen. So mittig hinbasteln und dann haben wir hinten wieder ein bisschen Platz für Dekorationsgegenstände. Ja, wir versuchen auch weiterhin mit Palmen und so zu bauen, einfach damit wir die Hausmeister etwas entlasten in ihrer Arbeit und wir vielleicht nicht ganz so viele brauchen. Graue Anatomie können wir mal reinlegen, hier das Poster. Und vielleicht ein Zertifikat noch. So, irgendwas brauchen wir noch. Ich glaube eine Konsole, ne? Sehr schön. Okay, eine Bank. Heizkörper. Darf natürlich auch alles wieder nicht fehlen. Wie sieht es denn hier aus? Ja, irgendwie nicht so gut. Da fehlt uns noch irgendwie ein Heizkörper in der Nähe. Das ist zu heiß. Ein kleiner. Ja, ist denke ich okay. So, dann haben wir hier wie gesagt noch ein bisschen Platz für einen Behandlungsraum. Stellen wir mal einen Hausmeister ein. Und jetzt haben wir hier die Farbtherapie. Was wird benötigt eigentlich? Ein Krankenpfleger. Ja, super, nehmen wir den auch noch. Instandhaltung des Spritzenhauses erforderlich. Lassen wir mal ausbilden. Wir haben eigentlich relativ viel Geld zur Verfügung. Beziehungsweise das kommt immer wieder rein. Müssen wir uns nicht so die Sorgen machen. Läuft noch ein Upgrade. Ja, wir haben gar nicht so viele Hausmeister, deswegen warte ich da ein bisschen mit. Da haben wir nochmal einen. Würde ich mal nach und nach halt einstellen, jetzt ein paar. Okay, wir haben doch gar nicht so viel Geld. Das muss noch warten. Ist halt so. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja, der wollte gerade auf Toilette. Dann bräuchten wir hier nochmal so einen Raum. Und einen Aufenthaltsraum natürlich auch. Damit haben wir schon mal ganz gut vorgesorgt.
Okay, Mülleimer. Ich habe mich entschieden, meinen großen Erfahrungsschatz als Moderator mit jemandem von euch zu teilen. Ich werde ein Radiopraktikum anbieten und all mein Wissen und meine Erfahrungen an die kommende Generation weitergeben. Also, wenn du auf Musik stehst, gerne auflegst und plauderst, dann schick mir deine Bewerbung. Und vielleicht spielst du auch bald Songs wie diesen. Ja, dann nehmen wir meine Stationsschwester noch raus. Weiterbildung abgeschlossen. Behandlungskompetenz ist auch mal ganz nett. So, 2 Millionen Krankenhauswert haben wir auch bald erreicht. Ist gar nicht mehr in so weiter Ferne. Die Personalstimmung macht mir ein bisschen Sorgen, aber da können wir nachher mit Geld gegen anarbeiten. Helles Köpfchen, ja. Ist ja auch schon auf Stufe 3 verbessert hier. Da können wir mal einen Hausmeister rufen, der kann das schon mal reparieren. Bevor die Patienten kommen. Sehr schön. Hat geklappt hier, bis der erste Patient da ist. Eine Chirurgie. Boah. Fühlt mir ein bisschen anstrengend, weil wir dafür wieder spezielle Ärzte brauchen. Müssen wir mal gucken. Okay, wir hätten welche. Aber halt auch keine so guten. Und hier nochmal einen einstellen. Ganz normalen Arzt. Weiterbildung benötigt. Ja, kriegst du bald deine Weiterbildung. Erleuchtete Patienten. Schade, haben wir jetzt nicht ganz gesehen. Warten wir auf den nächsten. Ach, der haut jetzt ab hier, der Pfleger oder wie? Der Arzt? Ah, ist ein neuer da. Okay. So, setz dich mal. Darfst deine Glühbirne abgeben. Zack. Und ein neues Gesicht wird hier bearbeitet. Wunderbar. Ja, Kryptologie können wir jetzt bauen. Das machen wir dann hier unten in den restlichen Plätzen. Wo haben wir es denn? Da. So, hier mal eine fleischfressende Pflanze hin. Ein Skelettmodell. Sehr schön. Aber irgendwie sieht das da auch nicht so super aus. Muss ich eigentlich darüber irgendwie haben. Platz ist ja genug da. Okay. So, noch ein, zwei Bänke. Und hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was für die Attraktivität tun. Das reicht ja schon. Und einen Zeitschriftenverkauf, dann stellen wir noch mal einen Assistenten dazu ein. Die kann ein bisschen weiter in die Ecke. So, brauchen wir hier hinten noch irgendwas? Da haben wir Automaten. Ja, wir gucken mal, wenn wir den nächsten Raum hier gebaut haben, wie das Ganze dann aussieht. So, Spritzmeister ist auf Stufe 3 verbessert. Umtöpfer haben wir, Deluxe-Entleuchter. Deprimator kommt als nächstes. Dann können wir vielleicht mal unsere Hausmeister ein bisschen weiterbilden. Okay, da haben wir nur einen, der das machen möchte. Was haben wir denn noch? Teilnehmer 2 bei Instandhaltung. Ja, dann nehmen wir wieder unsere
anderen. Und hier den Praktikanten. Lass wir einen Hausmeister ausbilden. Spart dann wieder ein bisschen Geld. Und ja, Beförderung machen wir auch mit. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Schauen wir mal, was als nächstes gebaut werden soll. Wow, erleuchtete Patienten. Zwei fehlen noch. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, hier alle zu heilen. Heile 20 Patienten. Machen wir mal mit. 90 Tagen vielleicht. Ja, ist ein bisschen knapp, glaube ich. Oh, einer gestorben. Schade. Schade, schade. Kriegen wir nur einen Teil der Belohnung. Aber immerhin kriegen wir eine Belohnung. Da sollte man immer froh drüber sein. Diplomato, das ging ja schnell. Mach gleich die nächste Verbesserung. Ja, Ruf kriegen wir auch. Der liegt bei 90. Nachdem ich ganze 4 Bewerbungen um eine Praktikumsstelle hier bei Radio Two Point erhalten habe, kann ich euch heute nach langer Bedenkzeit den Sieger mitteilen. Michi macht nichts. Überragte Michi alle macht anderen nichts. Bewerber. Kein Wunder. Cool. Er ist auch 1,90 Meter groß. Wünschen wir ihm viel Glück. Weiterbildung abgeschlossen. Können wir mal nach einem Chirurgen gucken. Wunderbar. Bilden wir gleich mal einen Chirurgen aus. Na, der letzte, der braucht ein bisschen länger hier. Der Kollege. So, Chirurgie. Schade, können wir noch nicht ausbilden. Aber Stationsverwaltung 4. Da haben wir aber auch, glaube ich, noch einen zweiten, der das machen könnte. Diagnostik. Ah, da sind nur 2 dabei. Lassen wir mal ausbilden. Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen den Punkt auch erreicht, wo Geld nicht mehr so die Rolle spielt. Ah, okay. Ja, die Abrechnung macht es dann manchmal. Ach, guck mal, die allgemeinen Ärzte haben auch wieder sehr viel zu tun. Chirurgie. Okay. Bauen wir hier eine hin. Unsere erste Chirurgie hier auf der Map. Da ein Waschbecken, OP-Monitor, Wandmonitor, ein Arzneischrank, Giftmüllbehälter. Feuerlöscher, ganz wichtig, immer dabei haben. Und die sollen natürlich auch nicht frieren hier, unsere Patienten und auch unsere Angestellten natürlich nicht. Nochmal hier so ein schönes Skelett hinstellen. Okay. Ja, der ist doch super. Den nehmen wir mal mit. Ja, verbessern wir auch noch alles. Easy Scan. Bräuchten eigentlich mehr Hausmeister, damit das Ganze vielleicht mal schneller geht mit den Verbesserungen. Die Chirurgie wartet auf
den nehmen wir auch noch. Was soll's? Hausmeister kann man eigentlich nie genug haben. So, und dann würde ich aber das gleich mal verbessern. Weil eine Kardiologie haben wir noch nicht auf Stufe 3. Zerschlagenheit wird in der Frakturstation behandelt. Wunderbar. Heile Patienten, 20 Stück haben wir echt geschafft in den 90 Tagen. Das wundert mich jetzt. Das überrascht mich. Pflanzen benötigen Wasser. Handlung 2. Teilnehmer 3. Bin mir ein Freund davon, dann eigentlich alle Plätze zu belegen. Achso, das sind die Ausbilder. Ja, ein Nachwuchsassistent, ein Arzt. Machen wir mal so. So, jetzt aber. Hier ist auch ziemlich leer, da warten wir auch, was wir noch so bauen müssen. Oh, die Aufnahmen. Werden langsam ein bisschen eng. Können wir hier nochmal eine hinstellen? Vielleicht hier sogar noch mal eine. Ja, das passt wohl nicht so. Ja, 3 sollten reichen. Und wenn nicht, machen wir das im anderen Gebäude. So, wir gucken mal. Übersicht. Ne, Finanzen. Personal. Da, wie sieht es mit dem Geld aus? Geld, Gehaltswünschen. Will keiner. Achso, wir müssen auf alle gehen. Nö. Möchte keine Gehaltserhöhungen haben. Zumindest noch nicht. Können jetzt mit einzelnen Gehaltserhöhungen gegen anarbeiten, dass die, dass das Personal zufriedener ist. Ja, Forschung brauchen wir eigentlich nicht. Okay, was haben wir da? Ja, alle Preise bis auf die, die wir sowieso nie erreichen. Also Forschung klar, aber Todesfälle, dass wir überhaupt gar keine haben. Okay, wir brauchen neue Allgemeinärzte. Das habe ich mir schon gedacht. Machen wir hier einen hin und dann direkt noch einen. So. Dann brauchen wir natürlich auch wieder Ärzte. Brauchen wir alles nicht. Die sind mir auch zu schlecht. Da warten wir gleich mal auf die nächste Bewerbung. Eine 10 Patienten. Jo, machen wir. Der ist auch nicht gut. Möchte ich nicht vermischen, so Forschung oder sowas. Den können wir nochmal einstellen, den Krankenpfleger. Nochmal einen Assistenten. Damit wir auch mal so ein bisschen variieren können, falls einer in die Pause geht. Dass die Plätze zumindest immer irgendwie besetzt sind. Im Auge um Auge, dem bekannten Optikerladen in Hotspot, wurde gestern Nacht eingebrochen. Diebe haben sämtliche Sehtests gestohlen. Wenn ihr jemanden mit einem Schild voller Buchstaben durch die Stadt laufen seht, versucht die letzten beiden Reihen zu lesen. Die haben es in sich. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Broschürenstände hätte ich dann noch ganz gerne.
Ja, dann kommt da wieder keiner mehr ran. Jetzt aber. Okay, befördern. Okay, und die Allgemeinärzte entspannen sich auch so langsam. Das ist schön. So soll das sein. Geisterjäger ist wichtig. Ja, da fallen jetzt erstmal ein paar Hausmeister weg, das ist dann so. Aber wir haben auch einige eingestellt. Das sollten die restlichen auch bewerkstelligen können, hier zumindest für die kurze Zeit. Eine Epidemie, vorzeitige Mumifizierung. Ja, da gucken wir. Man weiß ja nie. Boah, ganz schön voll hier. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Das waren schon mal zwei. Wie geht's euch hier? Ah, man weiß es nicht. Da ist noch einer. Ja, jetzt fehlt nur noch einer. Das ist halt die Frage, wo der wieder rumlungert. Natürlich wieder welche sein, die sitzen. Das ist immer so ein bisschen problematisch, weil man das jetzt nur am Gang erkennt. Da ist er. Alles wie gehabt. Schön. Okay, Leute, ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht und lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.